Ja, Christian, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu den beiden Siegen in Baunach und in Gotha. Wenn man 1000 Kilometer unterwegs ist, ist das natürlich das Ideale, was man dann im Gepäck hat, oder? Das stimmt, das waren zwei sehr wichtige Siege und natürlich, da du schon gesagt hast, Auswärtsspiele sind immer schwierig zu holen und besonders gegen so ein Team wie Gotha. Und da sind wir natürlich alle sehr glücklich, dass wir das geschafft haben. 9 Spiele der Hauptrunde sind gespielt, 7 Siege, 2 Niederlagen. Wie würdest du so die Zwischenbilanz ausformulieren? Also ich denke, wir haben solide unser Soll erfüllt. Natürlich sind die 2 Niederlagen ärgerlich, aber ich denke, die 2 Niederlagen haben uns auch geholfen, um weiter zu wachsen und um besser zu werden. Und deswegen ist das alles ganz okay. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Kannst du Beispiele nennen, was euch an diesen Niederlagen geholfen hat? Also zum Beispiel ist es immer wo die Positionen sind, Positioning, wo man am besten steht, um den Ball abzugreifen, um seinem Teammate zu helfen. Und wir haben ganz viel Video mit Andreas und Petro. Und deswegen zeigen sie uns da ganz genau, okay, ihr müsst da 2 Meter lang links gehen und das kann ein ganzes Spiel verändern, weil im Basketball sind es immer die halben Meter oder die Hundertste von der Sekunde, die du brauchst, um halt dann erfolgreich zu sein oder nicht. Du bist mit 17,6 Punkten, 9,2 Rebounds und auch einem guten Effektivitätswert einer der führenden Spieler der Liga. Bist du mit dir selbst zufrieden? Noch nicht ganz. Es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Es geht erstmal um dass wir gewinnen und dass wir das große Ziel, irgendwo oben mitzuspielen und vielleicht aufzusteigen, dass wir da das erfüllen können. Und es geht nicht so wirklich um die ganzen Stats. Also es ist okay, aber natürlich gibt es immer noch sehr viele Dinge, die man verbessern kann. Aber die Zahlen sind dir schon wichtig. Ja, die Zahlen sind wichtig, weil man analysieren kann, was man besser machen kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Scoring Report in die Hand nehme und unter 50% werfe, dann weiß ich, okay, ich muss ein bisschen mehr an meinem Wurf arbeiten. Wenn ich sehe, hey, ich habe einen Turnover oder sowas, oh, dann muss ich schauen, dass ich besser meinen Ballhandling drills oder ein bisschen besser mich konzentriere im Training auf Passen. Also deswegen sind mir die Zahlen wichtig. Die Zahlen sind mir wichtig, damit ich logisch analysieren kann, was ich falsch gemacht habe und was nicht. Viele Spieler schauen sich direkt nach dem Spiel diesen Scouting-Bogen an. In welche Spalte guckst du zuerst? Sind es die Punkte? Es sind nicht die Punkte. Zuerst sind es die Turnover, weil ich hasse es, den Ball zu verlieren. Und jedes Mal, wenn ich den Ball verliere, heißt es, dass mir einmal weniger auf den Korb werfen kann. Und am Ende des Spiels ist es meistens so, dass das Team, das am meisten auf den Korb geworfen hat, natürlich auch gewinnt. Also wenn ein Team durch Ballverluste des gegnerischen Teams und durch, wenn sie selbst Offensiv-Rebounds holen, viel mehr Würfe hat als das andere Team, ist es natürlich klar, dass die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen. Und ich bin so ein Wahrscheinlichkeitsmensch, ich spiele meistens die Wahrscheinlichkeiten. Deswegen schaue ich zuerst auf Turnover, dann auf Offensive Rebounds und dann kommen dann die Punkte. Nach den Punkten kommen dann meine Quoten. Also es bringt auch nichts, wenn du irgendwie 20 Punkte machst und dann aber wie Kobe Bryant 30 Würfe gerade dafür nimmst. Das hilft dem Team leider auch nicht. Kommen wir vielleicht kurz zurück zu den 1000 Kilometern im Bus. Vielleicht kannst du mal einen kurzen Einblick geben, wie man sich da so die Zeit vertreibt. Ich habe gehört, ihr zockt auch ein bisschen. Ja, nein, wir zocken. Also wir zocken immer im Team. Also oft, meistens sind Fabian und ich, ich sitze ganz hinten, er sitzt eine Reihe vor mir. Wir spielen Siedler, Monopole, alles Mögliche. Und oft kommen dann auch noch Olli dazu, Max dazu, Jeremy dazu, Josh dazu. Und dann haben wir riesen Spielrunden, bei denen es wirklich zur Sache geht. Und wir um unglaublich wichtige Preise spielen, wie wer bei der nächsten Pause das Eis kaufen muss. Am kommenden Samstag kommt mit BV Chemnitz eine Mannschaft, die 4 der letzten 5 Spiele gewonnen hat. Coach Wagner sagt, ein sehr gefährlicher Gegner. Wahrscheinlich dein Widerspruch hält sich in Grenzen. Na, Coach hat vollkommen recht. Ein sehr gefährlicher Gegner. Wir sehen ja bei Paderborn und dass uns auch mittelmäßige Teams schlagen können. Dazu kommt noch, dass Chemnitz auf einer Siegesserie ist sozusagen. Also 4 aus 5 Spielen gewonnen. Das muss man Respekt zeigen. Das kann gefährlich sein. Deswegen müssen wir uns so gut wie möglich vorbereiten diese Saison. Nicht diese Saison, sondern diese Woche. Und dann alles in die Schale werfen und dann hoffen, dass es reicht. Gibt es einen bestimmten Spieler, auf den man besonders achten muss? Wir haben erstmal jetzt noch Scouting Reports von uns gehabt und uns analysiert, aber ich glaube, heute werden wir dann uns die Gegner anschauen und morgen werden wir uns die Gegner anschauen. Dann kann ich dir mehr dazu sagen. Okay, Christian, vielen Dank. Okay, vielen Dank.